Hallo liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Tank Operations European Campaign. Es wird vermutlich die letzte Folge sein für die Mission 5, denn wie ihr seht oder wenn ihr vielleicht die letzten Folgen auch schon gesehen habt, dann wisst ihr, dass wir hier im Prinzip kurz davor stehen, Mailand einzunehmen und Genua hier unten ist dann im Prinzip nur noch eine Frage, der Zeit. Wir sind hier auf jeden Fall gut am Vorrücken. Ich glaube, ich muss einen Rundenwechsel machen. Ja, er versucht jetzt hier irgendwie aus der ganzen Geschichte noch rauszukommen, aber... Ja, da unten tannt er wieder seine 8-8er. Hier ist das... Huch! Das Flugzeug zurück zum Flughafen. Jawohl, machen wir. Das Nashorn lassen wir gar nicht erst wegkommen. Und jetzt kacken wir hier die Arti zu. Ach, und hier ist auch sein letztes Hauptquartier. Okay. Wieso kann das Flugzeug hier nicht außen rumfliegen? Jawohl. Verstehe ich nicht. So, er hat auch keine Bomben mehr. Dann mach dich mal weg. Dann lassen wir nur noch die Bomber hier arbeiten. Volltreffer. Greifen nach, getroffen. Jawohl. So, Wir feuern, drauf. Getroffen. Wir fliegen dorthin. Kein Problem. Ach, da steht noch Feuer was. Frei. Da steht noch Jawohl. Eine Artillerie. Kein Problem. Getroffen. Das Dumme ist einfach nur für ihn, dass er im Prinzip keine Chance hat, weil solange er keine... Auf dem Weg. Ach, guck mal. Solange er keine Luftverteidigung hat, ist das hier echt so eine Formsache. Hier ist halt noch ein Flakbunker und auch noch eine 8-8er. Das ist ein bisschen komplizierter, da ranzukommen, zumal ja auch dieser Artilleriebunker steht. Da müssen wir mal schauen, dass wir mal ihn so langsam nachziehen. Dass wir ihn dann von hier oben an den Flakbunker ranschicken können. Ansonsten, guck du mal vor. Das ist ein bisschen blöd, dass das hier oben so in der Ecke ist. Propeller läuft. In den Flughafen rein. Die Thunderbolt holen wir wieder raus. Setzen uns in Weil gegen den Flakbunker wird es halt schwierig, weil wir den nicht mit unserer Artillerie, also mit unserem, nicht mit der Artillerie schon, aber auch nicht mit den Bombern so einfach wegkriegen. Das dauert halt ein paar Runden und in der Zwischenzeit bombt der uns oder schießt der uns halt die Flugzeuge vom Himmel. Deswegen sollte man da zusehen, dass wir mit dem Saboteur da irgendwie rangehen. Aber das machen wir, wenn es soweit ist. Wie ihr hört, mir hängt meine Erkältung immer noch so ein bisschen im Hals drin. Mir geht's eigentlich wieder gut. Aber ich habe immer das Problem, dass ich so einen Hustenreiz habe. Oh, Tiger. So, Wir fliegen los. Der Tiger ist natürlich jetzt hier tatsächlich so ein kleines Problem, aber auch kein so großes Problem. Greif ihn mal an. Ziel zerstört. Okay, dann das Nashorn hier oben noch. Greif nach, Ziel zerstört. Wow. Er hat keine Bomben mehr. So, in den Flughafen rein, in den Flughafen rein. Die Thunderbolt holen wir wieder raus. Die holen wir raus. Das Nashorn ist weg. Dann auf geht's Richtung Hauptquartier. Sehr gut. Ich glaube auch... Ach, guck mal hier. Sie hat auch keine Bomben mehr. Damit wir da konkurrenzfähig bleiben. Wir haben ja genug Geld. Kaufen wir einfach weiter Thunderbolts. Nicht Thunderbolt, sondern Lightnings. Entschuldigung. Lightnings natürlich. Die haben zwar eine ganze Menge Bomben dabei, aber irgendwann sind die halt leer. Und so langsam kommen wir an den Punkt, dass sie auch leer sind. Wir rücken hier unsere Longtoms nach, aber ehe die da sind, dauert es noch ein bisschen. So, hier auch wir mal zurück. Jawohl. So, die Shermans. Ja, die Shermans sind halt... Also eigentlich spiele ich die Wolverine lieber, weil die einfach deutlich... Oh shit, das ist nicht schlecht. Nein! Die werden wir jetzt verlieren hier. Eieiei. Weil die Artillerie von hier oben schießen kann. Oder beziehungsweise kann das Flugzeug eventuell... Nein, 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 nein! Was war das denn? Jawohl, Sir! Ja, kämpft tapfer, stirbt tapfer. Och man, ich hab mich verklickt, weil das hier oben alles so am Rand ist, ist echt... Ah, jetzt verlieren wir eine Wolverine.
Gut, können wir nicht ändern. Missklick. Ja. Das war jetzt mit Ankündigung. Aber er überlegt lange, was er hier jetzt macht. So, okay. Wir fliegen dorthin. Achso, du hast ja keine Bomben mehr, dann fliegen wir zurück. So, Angriff. Richten uns auf, Volltreffer. Ach, sie hat auch keine Bomben mehr. Feuer frei, Volltreffer. Wir feuern, Volltreffer. Befehl wird aus Ziel zerstört. So, das war das letzte Hauptquartier. Wir fliegen dorthin. Dann auf den Sturmtiger oder auf den Brummbär, was auch immer das ist. Jawohl. Ice, Sir. Volltreffer. Und wir holen den Saboteur so langsam mal nach. Oh nein. Wir fliegen dorthin. Feuer frei. Wir fliegen los. Okay, auf das Risiko, dass der Flakbunker jetzt. Wo ist denn der überhaupt? Hä, wo ist denn der? Befehl wird ausgeführt. Ach, da. Der steht deutlich weiter im Süden, als ich gedacht hätte. Wir Gut. fliegen dorthin. Das heißt, wir können aber jetzt auch so langsam. Jawohl, kann die Wolverine. Nee, kann sie nicht. Kann sie von Jawohl. Hier aus? Ah, kann sie auch nicht. Kann sie von da. Warte mal, geh mal in die Stadt rein. Schätzelein, da bist du besser. Okay, sie kommt von dann. Ich komme an den da oben nicht ran. Das ist krass. Hat sie da oben Deckung? Nee, okay, dann geh mal dahin. Kein Problem. Jawohl, Sir! Kein Problem. Hochrücken. Wir holen die Flugzeuge aus dem Flugplatz. Jawohl, Sir. Und wir machen den nächsten Rundenwechsel. Ja, da kommt der Brummbär. Sehr gut. So, jetzt der Saboteur. Ach, der muss hier oben über die Brücke drüber. Ja, gut. Also im Grunde ist es bloß noch die Bunker hier. Wir haben doch hier auch noch einen Saboteur. Oder? Wir hatten noch... Ach, der ist hier. Puh, der ist aber weit weg. Weil die Frage ist ja, wie wir an den Bunker hier rankommen. So. Keine Bomben mehr. Dann zurück. Du hast auch keine Bomben Auf mehr. Auf dem Weg. Okay. In den Flugplatz rein. Hi, Sir. Ihr rückt alle mal brav nach. Ihr Machen wir. Zurück. Kein Problem. Jawohl. Wir fliegen dorthin. Das ist wirklich bloß noch Formsache hier. So. Wo ist der Saboteur? Der ist da oben. In der Zwischenzeit können wir die Stadt einnehmen. Sehr gut, wir können sogar noch Missionsziel erreichen. Nee, 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 nee. Es fehlt noch Genua. Nichts wird uns aufhalten. Bis wohin kann der schießen? Okay, bis dahin. Wir müssen mal gucken, wo die 8-8er steht. Die steht da. Ich hoffe, das ist die einzige. So, dann Rundenwechsel. Nochmal Rundenwechsel. So, jetzt ran in den Bunker. Einnehmen. Sie tarnt sich wieder. Das ist mir relativ boogie. Denn wir haben hier eigentlich... Müsst ihr noch... Ja, genau hier. Bis wohin kann der schießen? Bis dahin. Dann gehen wir dort hin. Wir fliegen los. Bestätige. Wir bringen uns hier schon mal in Position. Sehr gut. So, und jetzt Spot. Okay. Da ist sie. Bis wohin kann sie schießen? Bis dahin. Okay, das heißt, wir fliegen dorthin. Wir fliegen dorthin. Wir fliegen dorthin.
Befehl wird ausgeführt. Wir bringen uns hier auf jeden Fall gut in Position. Wir fliegen dorthin. So, dann Rundenwechsel. Kann er machen. Kein Zack. Problem. Nichts wird uns aufhalten. So, dann Feuer frei. Feuer frei, Rolltreffer. Wir feuern, Ziel zerstört. Wow. Rolltreffer. Wir fliegen los. Wir fliegen dorthin. Dann ziehen wir alles, was wir haben, da runter. Kein Problem. Wir fliegen dorthin. In der Zwischenzeit ziehen wir die Panzer schon mal nach, dass wir die Stadt einnehmen können. Getroffen. Feuer frei. Und dann rotzen wir einfach den Bunker weg. So, das heißt, wir müssen auch hier eigentlich nichts mehr machen. Machen Rundenwechsel. Der Gegner ist uns überlegen. Ach, okay, gut. Willst du wohl gar nicht erschießen? Ja, okay, dann bleibt mal so stehen. Angriff. Angriff. Getroffen. Wir fliegen los. Volltreffer. Hallo? Ach, keine Bomben mehr. Dann weg mit dir. Propeller läuft. Getroffen. Kein Problem. Volltreffer. Machen wir. Getroffen. Das dauert jetzt hier mal noch ein bisschen. Er verhakt währenddessen mein Flakbunker. Das ist mir relativ wurscht. Hallo? Ach, keine Bomben mehr. Dann weg mit dir. Wir fliegen los. So, wir ziehen hier natürlich noch Flugzeuge mit Bomben nach. Jawohl. Haben wir noch Flugzeuge mit Bomben? Ja, hier oben ist noch eins. Nichts wird uns aufhalten. Das hier noch ran. Das hier ran. Vielleicht hätten wir doch noch mal welche holen sollen. So, in den Flugplatz rein. Befehl wird ausgeführt. Nicht, dass wir jetzt am Ende hier an Ermangelung von Flugzeugen das noch in die Länge ziehen, weil die alle keine Bomben mehr haben. Das wäre jetzt echt kacke. Ach, warte mal, wir haben da auch noch einen Flugplatz. Warte mal, dann einfach da. Zu einfach zur Beruhigung. Jawohl, Sir. So. Feuer frei zerstört. Ah, Ziel zerstört. Gut, dann vorrücken. Jawohl. Vorrücken. Ein, vorrücken. Sir. Vorrücken. Vorrücken. Jawohl. Und dann einnehmen. Einnehmen. Shit. Gut, dann müssen wir noch eine Runde warten. Und wir nehmen auch Genua ein. Und damit haben wir die Mission 5, die Gotenlinie, abgeschlossen. Ich glaube, wir müssen nochmal eine Rundenwechsel machen. Genau. Herzlichen Glückwunsch, General. Sie haben die Wehrmacht aus diesem Gebiet vertrieben und es unter die Kontrolle der Alliierten gebracht. Sollen wir nun zum nächsten Gebiet vorrücken? Das machen wir natürlich beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge. Dafür ist die heute ein bisschen kürzer. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir wie immer ein Däumchen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer. Das sind Parsival, Kedö, Kulle, Kongstürmer, 122er. Das könnt ihr entweder auf Twitch werten mit einem mindestens 10-Dollar-Sub oder halt auf YouTube mit einem 10-Euro-Sub. Wenn ihr das gerne machen wollt, dann feel free. Ich bedanke mich dafür natürlich sehr, sehr herzlich und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.